Guten Morgen, heute ist der große Wiegetag Nummer 1. Zum Start dieses Vlogs habe ich mich ja schon mal gewogen, allerdings war das Ergebnis ein bisschen verfälscht. Dennoch hat es gelangt, um festzustellen, dass ich über 150 Kilo wiege und das ist überhaupt nicht toll. Aber ich habe hier was getan, also ich habe diese Woche mein Essen eingedampft und ich habe ein bisschen Sport gemacht. Und heute möchte ich jetzt mit meiner ganz neuen Wissingswaage zum ersten Mal ein offizielles Wiegeergebnis machen. Am Wochenende waren es 152 Kilo gewesen, grob. Und jetzt, was habe ich die Woche gemacht bis dahin? Es waren nur ein paar Tage gewesen. Aber ich habe in der Zeit eine 24-Stunden-Challenge gemacht, in der ich keine feste Nahrung zu mir genommen habe und damit mein Essverhalten stark kontrolliert habe. Und tatsächlich hat das auch Früchte getragen, denn jetzt die Tage darauf habe ich sehr viel mehr Selbstkontrolle und habe angefangen mit Intervallfasten. Mein Intervallfasten ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber ich habe jetzt 6 Stunden, wo ich essen darf, alles was ich will, und 12 Stunden, wo ich nichts esse. Das heißt, von 12 Uhr mittags bis abends 20 Uhr ist Esszeit und danach ist Ruhezeit. Das hat jetzt die letzten 2 Tage gut geklappt und das möchte ich jetzt weiter verfolgen. Hab auch dadurch echt gelernt, das Essen noch ein bisschen besser zu kontrollieren. Also ich habe gestern mittags eine Suppe mir reingezogen und abends gab es dann nochmal Tomatensuppe mit ein paar Maiswaffeln. Oh Gott, die bröseln. Verdammt. Hier, die Dinger. Und ja, das war es dann auch schon gewesen. Also es ist nicht nur so, dass durch dieses intermittierende Fasten ich durch diese langen Nicht-Ess-Zeiträume wahrscheinlich besser abnehme, sondern ich lerne auch noch ein bisschen mehr das Essen zu kontrollieren. Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, das sind die wichtigen Wörter, die mich jetzt gerade anführen. Das sind meine großen Generäle in dieser Schlacht. Beim Einkaufen und jedes Mal, wenn ich Bock auf irgendwas bekommen habe, ist bei mir ein Satz in den Kopf reingesickert. Keine Ahnung, ob ich den mal irgendwo gelesen habe oder ob der mir selber in den Kopf reingekommen ist, aber er spricht pur und wahr das aus, was wichtig ist in dem Augenblick, wo ich jetzt irgendwas essen will. Und zwar jedes Mal, wenn ich vor irgendwas stehe oder mich irgendwas triggert, sagt es in meinem Kopf, du willst es, aber du brauchst es nicht. Du willst es, aber du brauchst es nicht. Und das ist tatsächlich die Wahrheit. Ich will das, aber ich brauch's nicht. Und in dem Augenblick, wo ich mir das sage, fällt irgendwie eine Riesenlast von mir ab. Und dann brauche ich es nicht. Und das hat jetzt die letzten Tage sehr gut funktioniert. Und auch das ist mein großer General, der mich weiter auch in die Schlacht führen soll. Die nächste Woche wird so aussehen, dass ich jetzt weiter dieses intermittierende Fasten mache, mehr noch auf Rohkost gehe. Heute Abend gibt's meine geliebten Rohkost-Spaghetti, das heißt, im Hochleistungsmixer kommen 2 Tomaten rein, 3 Karotten, eine Paprikaschote. Und das wird dann vermixt. Ein bisschen Gemüsebrühe kommt rein als Gewürz und noch ein bisschen scharfes so Jalapeno-Soße halt. Gut, da bin ich nicht ganz hundertprozentig dann, weil ich glaube, die Gemüsebrühe ist jetzt nicht ganz rohköstlich. Aber es geht ja um den Geist der Sache, nicht um die Perfektion. Ich mag das sehr, das Zeug, was da rauskommt. Ja, es ist klasse. Und ich tue dazu noch es gibt gerade große Zucchinis draußen auf dem Markt. Und da habe ich mir jetzt 2 geholt. Ich werde eine große Zucchini durch den Spiraldreher drehen. Und da habe ich quasi Zucchini-Spaghetti. Und halt eben als Soße halt das, was aus dem Hochleistungsmixer kommt. Hat 0 Kalorien, das Zeug. Macht satt, schmeckt eigentlich genauso gut wie richtige Spaghetti, in meinen Augen zumindest inzwischen. Und es sättigt mich, es macht mir Spaß, es hat kaum Kalorien, es ist ein perfektes Essen. Ich habe leider Gottes sehr wenige andere Rezepte, die ich kenne, die so rohköstlich in diese Richtung gehen. Aber gut, es ist auch ein Anfang. Das heißt, dass ich auch da gucke, dass ich kalorienreduziert esse. Und die Woche soll es auch noch ein bisschen mehr Säfte geben. Und ich hoffe ja, dass ich bald wieder auf dem Trip bin, um mal ein paar Tage richtig zu saftfasten. Nicht um Rekorde zu brechen, sondern auch da, um weiter meinen Körper zu reinigen und meinen Geist zu stärken. Das ist tatsächlich in der ersten Linie jetzt meine Hauptsache. So,
Zum Abschluss, ich werde jetzt gleich meine Withings-Waage mit meiner App koppeln und mich zum ersten Mal offiziell wiegen. Und diesmal wird das auch gleichzeitig der Abschluss dieses Videos sein. Ihr wisst, dieses Gewicht ist die Steilvorlage für das Wiegen nächste Woche. Und dann reden wir mal drüber. Okay? Alles klar. Also ich bin raus, Tick war aus und so. Aber jetzt gibt's das große Wiegen und wir sehen uns bald wieder. Achso, nicht vergessen, kommentiert, schreibt mir mal, vielleicht habt ihr ein paar gute Ideen für leckeres Rohkostessen, das leicht zubereitet ist, aber gut schmeckt. Keine Pilze bitte, ich hasse Pilze. Und ansonsten kommentiert, liked, abonniert, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Macht einen YouTuber wie mich glücklich, indem ihr mir ein bisschen Liebe schenkt. Alles klar, also bis dann, Tick war aus und jetzt geht's auf die Waage. Achso, das hat ein anderes Ritual. Nicht aus, sondern 3, 2, 1, los und auch tschüss.